Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Planet Crafter. Wir waren lange nicht hier. Es gab ein Update namens Lore and Automation und deswegen habe ich mich doch jetzt dazu entschlossen. Ich wollte erst gar nicht, weil ich dachte, ach Mensch, so ein bisschen Update, dann warten wir aufs nächste, dann haben wir ein bisschen mehr Content. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir etwas mehr zu sehen haben, als ich mir bewusst bin derzeit. Was fällt mir als erstes auf oder was ist mir als erstes aufgefallen? Wir haben jetzt unbegrenzt O2. Wir haben Sauerstoff, bis der Arzt kommt. Unsere Atmosphäre ist hergestellt. Wir müssen nicht mehr nachtanken. Wie cool ist das denn bitte? Und das genau sehen wir auch hier bei den Terraforming-Stufen. Aktuelle Stufe ist Sauerstoff, Atmosphäre. Fische sind immer noch in der Mache. Ich hoffe, die erreichen wir nicht so schnell. Wir sind erst bei 0,3%. Gut, dann können wir uns jetzt auf jeden Fall um andere Sachen kümmern. Und zwar möchte ich als allererstes gucken, warum passiert mir das immer? Ich hasse alles. Bildschirmbaupläne. Das Ding hätte ich gerne wieder zurück. Vielen Dank. So. So eine Kacke. Okay. Da sind wir drin. Ich gucke kurz rein, welche Neuigkeiten wir jetzt oder Neuerungen wir bekommen haben. Das kennen wir alles. Hier Exoskelett T3 zum Beispiel ist neu. Das hatten wir vorher auch nicht. Wir haben nur T2. Dann haben wir einen Luftfilter. Reduziert den Sauerstoffverbrauch je nach Terraformationsstufe. Den können wir jetzt bauen, brauchen wir aber glaube ich nicht mehr. Aber den könnte man halt, hätte man vorher nutzen können oder hatten wir den schon? Ich bin mir unsicher. Autobauer. Das Teil gucken wir uns detailliert nochmal an. Das machen wir nicht in der heutigen Folge. Inkubator kennen wir. Wasserfilter kennen wir. Das kennen wir alles. Baumsamenstreuer. Hier, Osmiumstab hatten wir vorher noch nicht. Das hatten wir alles und das war's. Okay, was haben wir hier? In der zweiten Reihe sind jetzt keine neuen Sachen drin. Hätte schwören können, hier war eine neue Heizung T5 drin. Wo ist die denn jetzt bitte? Okay, kleiner Testlauf. Moment, ich guck mal kurz auf das andere Ding. Hier war ja noch so ein... Warte. Momento. Das Ding, ne? Hier, Heizung T5. Wieso sehe ich denn das vorne nicht? Fragezeichen. Das müsste doch... Hä? Wo baue ich denn das? Das baue ich doch bei mir im Inventar, oder nicht? Oder ist das in dem anderen... Kann natürlich sein, dass ich das in einer anderen Werkbank bauen muss. Also, hier sieht man es einmal. Die T5-Heizung müssen wir dann wahrscheinlich später austauschen. Dann haben wir eine Insektenverteilrakete. Sehr interessant. Insektenvermehrer quasi. Dann haben wir einen T5-Bohrer. Ne, den kennen wir, glaube ich, schon. Den haben wir schon gebaut. Dann gibt es, glaube ich, doch vielleicht ein paar andere Käfer bzw. Schmetterlinge. Seidengenerator haben wir noch nicht gebaut, den gab es aber vorher schon. So, hier haben wir Mutagen T2. So, dann haben wir also Mutagen T2, Bienenstock T2, Schmetterlingsfarm T2. Die Sachen sind dazugekommen. Okay. Alles Klärchen. Eine Sache will ich noch mal schnell gucken. Und zwar bei unserer Raketenstation, ne? Da will ich erstmal kurz hoch. Muss ich was essen? Ach Mann, wie schön das aussieht bei uns. Guck mal, hier mit dem blauen Wasser und so, voll gut. So, was haben wir jetzt hier Neues? Insektenverteilrakete. Wir brauchen 3 Bienenlarven, Mutagen 2, Osmiumstab. Mutagen T2 müssen wir aber erst erlernen. Karteninformationsrakete? GPS-Satelliten? Habe ich die schon mal? Die habe ich doch aber schon gebaut, ne? Was hatte ich? Ich hatte doch... Oder eine neue Mitteilung, Leute. Hä? Aber ich hatte doch... Aber das Ding kenne... Habe ich das... Das habe ich doch schon mal gebaut. Die Insektenverteilrakete müssen wir auf jeden Fall bauen. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Okay. Let's go, wir gehen zur Mitteilung. So. Kann sein, dass ich hier auch ein paar Cuts setze in dieser Episode. Damit wir da so ein bisschen zackig auch durch die Lore kommen. So, ich gehe zu unseren Mitteilungen.
Und dann checken wir mal, was da los ist. So, Nachricht von Riley. Genau, wir sollen ja nur mit Sentinel Corp sprechen und nicht mit Riley. Ich habe einen tiefen Scan des Planeten durchgeführt und irgendetwas stimmt nicht. Ich erhalte seltsame geologische Signaturen und inkohärente topografische Daten in der Nähe Ihres Standorts. Versuchen Sie, an diesem Ort zu gelangen. 248-4293. Verwenden Sie die untere linke Ecke Ihrer Benutzeroberfläche, um sich zurechtzufinden. 248-4293. Merke ich mir das? Moment. Ich schreibe mir das mal kurz auf den Zettel. Moment. 248-4293. So. Da gehen wir jetzt hin. So, Leute, geht los. Sauerstoff brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Nahrung. Die sollte ich vielleicht jetzt auch schon mal zu mir nehmen. Und dann versuchen wir mal, dahin zu kommen. Wie kommen wir dahin? Was ist das für ein Ort? Ich vermute stark, wir müssen durch die Höhle. Dann können wir uns auch rüberporten, oder? Was haben wir denn für Port? Ach, wir fliegen einfach mal eine Runde. Ah, wir müssen ins Pilzbiom, ne? Ja, da hätte ich rüber reisen können, tatsächlich. War hier nicht auch irgendwo ein Eingang, den ich immer noch nicht gefunden habe? Wir gehen dann durch unseren Eingang durch und dann mal schauen. So, wo war der Eingang, meine lieben Freunde? War das hier? Ja, hier war's. Gut, rein da. So, dann können wir Licht wieder ausmachen. Hier scheine ich richtig zu sein. Das ist gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Habe ich hier noch was drin eigentlich? Können wir eigentlich alles abbauen, ne? Obwohl, wenn wir... Oh mein Gott. Joa. Bin jetzt schon voll. Aber mal gucken, was hier gleich kommt. Was haben wir denn? Ah! Okay. Öffnen Wärteraltar. Der Schlüssel der Wächter. Dieses seltsame Gerät scheint verwendet zu werden, um einen Mechanismus zu öffnen. Okay. Und hier sind Koordinaten. 464. Ich schreibe wieder auf. Muss ich mir notieren. Oder werden wir gleich wieder geführt? Das weiß ich jetzt nicht genau. Hier, also minus 464. Minus 40. 97. Ich glaube, vorher war auch minus. Das heißt, wir sind immer noch unterirdisch dann, ne? Schätzungsweise. Okay, ich habe jetzt einen Mechanismus. Wird mir was Neues angezeigt. Hier hinten geht es nämlich weiter, ne? Hier gab es doch noch irgendein anderes Ding, wo auch so ein Steg oder sowas war. Hier zum Beispiel. Ist es hier? Ja, hier scheint das zu sein. Ah ja, guck da vorne. Hier. Aha, das war vorher nicht da. Tor. Öffnen Wärteraltar. Geil. Boah, wie cool. Das ist ein richtiges Bauwerk. Keine Ruine. Okay. Guck mal, wie schön das aussieht. So sauber. Heieiei. Hallo? Ich verlaufe mich. Ich weiß das jetzt schon. Was ist das hier? Wieso höre ich den Regen hier draußen? Nach all den Jahren, all dem Leid, haben wir uns entschieden, unsere Heimat zu verlassen. Gehen Sie so weit weg wie möglich, um ein neues Zuhause zu bauen. Weit weg vom Terror, weit weg vom Streit, weit weg von Ihnen. Verborgen zu bleiben und unser Leben so zu leben, wie wir es seit Jahrhunderten getan haben. Wir suchten sorgfältig einen Ort aus, an dem wir sicher sein konnten.
versammelten die Letzten unserer Art in unserem größten Schiff und brachen in einer schicksalhaften Nacht auf. Sie flüchten mehr vor ihrer nie endenden Unersättlichkeit als vor sich selbst. Ein Aufseher im Jahre Fragezeichen. Vor wem flüchten die? Wo wir sicher sein können. Okay, ich habe einen Verdacht. Hier ist ein anderer Gang, ne? Warte mal, da vorne war aber auch noch was. Ist da nochmal? Warte mal, ich kam von hier. Dann war hier was. Da ist auch ein Gang. Es sind mehrere Gänge. Oh mein Gott. So. Ja. Zuerst waren wir von der Ähnlichkeit verblüfft. Wir waren fast genau gleich. Unsere Wissenschaftler sagten uns, dass das daran lag, dass unsere Himmelskörper in jeder Hinsicht identisch waren, sodass unsere Evolution, obwohl sie identisch war, in jeder Hinsicht ähnlich war. Das war, als würde man einen Cousin treffen, von dem man nie wusste, dass man ihn hat. Brüder nannten sie uns sogar, als sie anfingen, auf Treha zu landen. Treha heißt dieser Planet. Treha? Wussten wir das schon? Weiß ich nicht. Ein paar Raumschiffe, die zu Dutzenden wurden und langsam wuchsen, unsere Sorgen. Unsere Hauptunterschiede waren tief im Inneren verborgen. Biologisch waren wir identisch, aber unser Geist war unterschiedlich geformt. Aus Schicksal oder von Natur aus? Tatsache ist, als wir es merkten, war es bereits zu spät. Ein Aufseher im Jahre Fragezeichen. So, okay, warte. Das heißt, wir haben jetzt zwei Durchgänge. Ich gehe erstmal in den rechten. Gucken, was da passiert. Sind hier noch irgendwelche Wege, die ich... Sonst, oha, ist das das Raumschiff? Ist das das Raumschiff? Kann ich hier runterfallen? Ich kann hier übrigens nicht fliegen mit meinem Jetpack, ne? Nur mal so, by the way. Ich werde es jetzt nicht testen, hier rüber zu kommen. Das scheint auch alles Attrappe zu sein. Aber das scheint das Raumschiff zu sein von denen. Oh, kann ich runterfahren? Ich muss das, glaube ich, ich muss das wissen. Ich speichere mal kurz. Man kann ja noch mal laden dann, ne? Ah! Oh no, ich bin gestorben. So, ob man hier wohl stirbt, wenn man runterfällt? Hm. Okay, okay, was ist im anderen? Was ist im anderen Durchgang? Wir gucken. Ich vermute mal, dass wir hier weiter müssen irgendwo, ne? Weil sonst, das kann ja jetzt nicht alles sein. Was ist das denn? Seltene Larve. Hallo? Na? Neue Koordinaten, cool. Also wir müssen aufschreiben, er führt uns jetzt nicht mehr. Wir müssen das alleine hinkriegen. 964 68 1744. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, wo das sein soll. Ich habe aber eine Idee, wenn ich ehrlich bin. Ich habe tatsächlich eine Idee. Warum habe ich eine Idee? Weil wir haben diese großen Tore. Wie komme ich denn weg? Hier. Die großen Tore bei uns. Komme ich denn hier eigentlich am besten und schnellsten raus? Ich glaube, so viele Teleporter hatte ich jetzt noch gar nicht, ne? So, hier kann ich wieder so fliegen. Hier ging es raus. Okay. Teleporter hatten wir aber nicht hier in diesem Biom, so viel ich weiß. Hier ist immer noch Nacht. So, wir sind im Minusbereich. Wie komme ich hier am schnellsten weg? Also, wir werden jetzt mal zu unserer Base zurück und dann dorthin, wo die großen Dingens sind, die großen Tore. Habe ich hier noch irgendwo eine Kiste, wo ich einfach alles reinschmeißen kann, was ich jetzt nicht einsortieren möchte? Hier zum Beispiel. So, ich nehme das mit. Wasser und Essen. Tschüss. So, wir porten uns rüber. Nee, nicht das. Wir porten uns rüber zum
Superlegierung. Tor. Genau, das habe ich gesucht. So, ja. Guck, hier, zieh's dir rein. Boah, jetzt geht das wirklich auf. Ich werde verrückt. Geilo. Wow, 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 wow. Wenn da jetzt irgend so ein Viech rauskommt, was dann? Aber haben wir ja hier nicht, ne? Wir haben ja keine Waffen und so. Mach nur so einen kleinen Spalt. Boah, wie geilo. Oh, yes. Nice. Und am besten geht die Tür jetzt wieder zu und ich komme hier nicht mehr raus. Ja, dann lass uns mal gucken. Aha, aha. Mysteriös. Schön. Gefällt mir. Könnt wetten, das Ding ist jetzt zugegangen. Hier haben wir wieder, so wie es beim anderen Ding aussah. Das sieht quasi genauso aus. Wir haben, ah ja, ich sehe schon, wir gehen erstmal links. Hier haben wir wieder einen Raum mit Koordinaten. Keine Koordinaten. Okay. Gut. Keine Koordinaten. Dann gehen wir einfach weiter. Gucken, was hier... Oh mein Gott, was hier passiert. Hier könnte ich wieder sterben. Ich glaube, zwischendurch sollten wir speichern. Oh mein Gott, was? Eine unterirdische Stadt. Hier haben die gelebt. Boah, ist das schön. Hier ist noch so ein Ding. Der Schlüssel der Wächter, dieses seltsame Gerät, scheint verwendet zu werden, um einen Mechanismus zu öffnen. Und hier auch nochmal ein Schlüssel. Ich habe jetzt schon zwei Schlüssel. Okay, ich will mir das angucken. Ich gehe als erstes hier rein. Okay, alles Ruine, alles zerstört. Komme ich hier irgendwo rauf? Nein. Ich kann auch hier kein Jetpack verwenden. By the way. Was haben wir hier? Ah. Okay, ach, guck mal, da oben ist eine Truhe. Ich sehe schon. Was ist hier? Oh, eine goldene Kiste. Ja, cool. Sehr gut. Ah, sehr schön. Guck mal, hier sind die Dinge. Wir haben eine neue Statue bekommen. Sehr, sehr gut. Gib mir alles. So, perfekt. Schnell wieder die andere Variante nehmen, ansonsten mache ich wieder irgendwas kaputt. So, was ist hier? Da ist so eine Kiste, da müssen wir auch hin. Komm ich denn da hin? Ah, okay. Oh, was zum Schreiben, zum Lesen. Seit der großen Völkerwanderung sind Generationen vergangen, aber wir vergessen unsere Geschichte nicht und das Wissen wird sorgfältig an jeden unserer Jünglinge weitergegeben. Unsere Meister beobachten ihre Entwicklung genau. Wir sehen jetzt, wie primitiv sie waren und doch so mächtig. Ironischerweise führt ihre zerstörerische Natur dazu, dass sie sich immer weiter ausdehnen und nach vergrößern sie ihre Reichweite und kommen immer näher. Wir waren uns sicher, dass wir bisher sicher waren, aber jetzt müssen wir einen Weg finden, sie nicht noch einmal zu treffen. Wir werden nicht den gleichen Fehler machen wie beim ersten Mal. Ein Aufseher im Jahre Fragezeichen. Oh Gott, wir sind das Problem, oder? Die Menschen sind immer das Problem. Die Menschheit, der größte Virus in jeder Existenz, ey. So, okay, wo kamen wir her? Hier. Hier kamen wir her. Hallo? Lass mich raus. Okay. Sehr gut. Aber nach ganz oben komme ich irgendwie nicht, ne? Aber da gucken wir, ich glaube, da geht es auch noch weiter. Ich gehe erstmal in dieses Gebäude. Wenn ich hochkomme, ja. Oder rein. Vielleicht komme ich auch nicht rein. Wir müssen mal schauen.
Was ist hier unten? Aha. Okay, dann haben wir hier immer diese Varianten, um uns vorzubewegen, offensichtlich. Und immer mal gucken, ob wir irgendwelche Sachen haben, die wir looten müssen. Oh. Jo, ich esse. Und ich trinke. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas übersehen. Okay. Ich glaube, da hinten müssen wir auch noch irgendwie hin. Also da waren wir eben gerade drinne, von da kamen wir. Hier war jetzt auch nichts, ne? Oh Gott, ich habe Angst, dass ich runterfalle. Ich speichere nochmal. So. Was ist hier? Oh, da geht's rein. Okay, warte mal. Ich gehe erstmal rein, ja? Das ist eine gute Idee. Oha. Wieder so ein Todessturzpunkt. Schön. Kann ich irgendwas tun? Abbauen oder so? Sehr cool. Sehr hell, also coole Lichtquelle. Mal gucken, was das sein soll. Vielleicht kriegen wir bald eine Info darüber. So, was haben wir hier? Hier können wir was lesen wieder. Orbitaldrainage, Abwehrgerät, Beobachtungsprotokoll. Das Gerät funktioniert wie vorgesehen und unser Test ist schlüssig. Wenn sich jemals jemand, der sich Menschen nennt, siehst du, diesem Planeten nähert, wird dies die Energie ihrer Schiffe entziehen und sie an der Kommunikation hindern. Unsere Annahme ist, dass das Gerät ihre Bemühungen, sich diesem Teil der Unendlichkeit zu nähern, effektiv reduzieren wird, was dazu führt, dass sie sich anderswo ausbreiten, wenn sie dies weiterhin tun. Unsere Berechnungen sind schlüssig. Das wird uns mindestens ein paar Jahre Ruhe bescheren. Ein Aufseher. Das ist also das Ding, was wir gerade gesehen haben. Dieser Ball, scheinbar. Aha. Oh Gott. Gar nicht gut. So, hier ist... Ah, da vorne kann ich was reinlegen. Ich gucke hier nochmal überall hin. Nicht, dass hier irgendwelche goldenen Kisten oder so sind, ne? Habe ich wahrscheinlich schon längst wieder irgendwas übersehen. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ich übersehe ja immer gerne irgendwelche Sachen. Bevor ich das reinlege, hier ist eine neue Koordinate. Gucke ich lieber nochmal. Was? Sollte uns ja eigentlich nicht tangieren jetzt, ne? Dieser Meteoritenschauer. Guck mal, wir sind einmal rumgelaufen. So. Ich habe noch so ein Ding. Wir haben jetzt schon drei so eine Dinger. Wo soll ich denn die alle reinlegen? So, neue Koordinate. 1565. Aua. 1565. 109. 2500. Okay. Hier soll ich vielleicht nicht runterspringen jetzt. Aber ich muss irgendwie wieder zurücklaufen. Wo soll das sein? Das werden wir rausfinden. Ich gehe jetzt erstmal zurück hier. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. So, hier waren wir ja jetzt schon. Ich gehe nochmal zurück. Ich gucke mal, ob sich irgendwas verändert hat. Nein. Da kamen wir her. Na gut. Gut, dann, hier ist, glaube ich, nichts, ne?
Gehen wir hier wieder. Ah. Au. Aua? Wo bin ich? Hä? Was? Oh Gott. Ja, großartig. Jetzt bin ich hier gefangen, oder was? Dein Ernst? Ach nö. Oh, ich bin draußen. Ah, Gott sei Dank. Und fast tot. Ein Traum. Ja, also das geht dann doch relativ schnell, sich hier die Knochen zu brechen. Nicht so cool, aber ist halt so, ne? So, ich gehe jetzt hier unten noch mal gucken. Mehr scheint hier nicht zu sein. Ich habe jetzt drei so eine Spulen. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Dingen? War ich schon drin? Hier ist irgendwie nichts. Geh da noch mal kurz gucken. Vielleicht noch irgendwo eine goldene Kiste oder sowas. Okay, I don't know. Wo müssen wir jetzt hin, frage ich mich. Die 964 war ja das hier. Genau, das ist die Koordinate von davor. Und hier ist schon wieder so ein Ding. Die respawnen. Der Schlüssel der Wächter. Wieso kann ich das jetzt nicht rausnehmen? Reinmachen kann ich es aber auch nicht. Okay. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. 1565. Nee, nicht in die Richtung. Moment, Moment. Also, die neue Koordinate ist 1500. Hallo. Hä? Was? Ich bin verwirrt. So, Moment, wie war das denn immer? Hier. War das nicht hier irgendwo? Hier. So, 1565. 109. Und 2500. Ich raff's gerade nicht. Oh, Kiste. Ja, nehmen. Oh mein Gott, ja, her damit. Ist mir egal, lass sie erstmal drin, ne? Ich kann jetzt eh nicht alles mitnehmen. So, 1565. Aha. Oha. Okay. Da müssen drei Dinge rein. Ach, guck an. Alles klar. Was ist das denn? Was? Der Berg verschwindet. Okay. Aber was liegt hier vorne? Ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar. Das ist ganz schlimm. Hätte ich das gewusst, hätte ich einen Teleporter mitgebracht. Aber wir werden ja hier wohl wieder herfinden, oder? Wo bin ich denn überhaupt? Der anderen Seite, da vorne ist dieses Raumschiff, wo wir ziemlich am Anfang waren. Da hinten ist unsere Base, alles klar. Wir sind ganz am Ende sozusagen und es ist sehr, sehr dunkel. Ganz ehrlich, ich warte jetzt mal kurz, bis es Tag ist. So, let's go, Leute. Ich will wissen, was da ist.
Hier sind wieder die Säulen. Oh, schöne Pflanzen. Die haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Aber gut, dass die hier schon sind, einfach. Sieht aus wie Palmen jetzt. Oder haben wir die noch nicht? Mhm. So, so. Das haben wir nicht, das Gewächs hier. Sieht voll gut aus, wie im Dschungel. Oh, oh, wie schön. Hier so Steine im Wasser. Oh, wie gut ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott. Hier will ich auch wohnen. Ich baue meine Base hier hin. Oh, wie schön das ist. Kleeblätter. Hier kann man wieder nicht fliegen. Aber warum eigentlich? Warum kann ich hier nicht fliegen? Komme ich hier nur ein einziges Mal her, oder was? Und daher ist alles zu? Oh, das wäre voll schade. Das sieht so hübsch aus hier. Ich lauf einmal kurz hier rum. Aha. Gib mir. Wisst ihr, ich brauche mehr Inventar. Ansonsten muss ich ein bisschen was rausschmeißen. Wow. Aber ich finde es sehr, sehr cool, dass die Entwickler jetzt sowas mit reingebracht haben. So, warte, warte. Gehen wir durch den Haupteingang erstmal. Also gehen wir erstmal die große Treppe hoch. Ich glaube, hier sind noch mehr Optionen. Ich gehe jetzt einfach direkt hier rein. Wie schön das ist. Oh. Da war aber wirklich jemand kreativ, ne? Was haben wir denn da? Öffnet Wertealtar. Hier ist eine Tür. Okay. Wir lebten einmal. Ein Aufseher. Was? Gott, wie dramatisch. Ach, hier müssen 5 Dinge rein. 5. Wir müssen jetzt noch 4 so eine Dinge erfinden. Okay, krass. 4. Hier ist noch einer. 1. Ich brauche schon mal irgendwie an die Haupttreppe eine Kiste, weil sonst habe ich hier ein Thema. Ich denke mal, wir müssen hier eh wieder zurück. Ich baue jetzt eine Kiste, damit wir das hier reinpacken können. Ich kann nichts bauen, Leute. Ich kotze. Ja, dann würde ich sagen, schmeiße ich genau hier. Das runter, das runter, das runter. Wir brauchen ja noch 4 Plätze oder 3 oder sowas. Okay. So, habe ich mitgenommen. Dann gehe ich jetzt als allererstes hier hoch. Und schau mal, was hier so los ist. Hui. Ja, das soll wahrscheinlich jetzt nicht so für mich zugänglich sein. Vermutlich. Okay, hier komme ich nicht weiter. Wir brauchen jetzt noch 3. Ein Irrgarten. Sehr, sehr cool. Also ich feiere das Update gerade voll. Komplett neues Spiel gerade.
Okay. Ich laufe hoch. Ich darf hier nicht runterfallen. Ne? Ich speichere mal zwischen. Ja. Hier ist eine. Da fehlt ja immer noch so viel. Wo kriegt denn die alle her? Jetzt fehlen immer noch zwei. Da oben war ich schon, glaube ich, ne? Oh Gott. Hier war ich schon. Oder nicht? Hier noch? Nee, hier war ich gar nicht. Okay. Moment, hier geht's noch hoch. Hier ist Feier. Nee, hier geht's noch runter. Dann gehe ich erstmal hoch. Momento, Momento. Okay, gut, dass ich nochmal über den Sims da gelaufen bin. Aber da gab es bestimmt auch noch einen anderen Aufstieg, könnte ich wetten. Oh, hier kann man hochklettern. Von wo hätte ich denn kommen können, ha? Hier wahrscheinlich irgendwo, nee. Von da, wo ich eben runter wollte, höchstwahrscheinlich. So, wir klettern. So, jetzt fehlt noch eine Spule brauchen wir noch, also, oder einen Schlüssel. Ich frage mich, wo das Ding sein soll. Und ich möchte bitte nicht stürzen, danke. So, hier kam ich jetzt, warte mal, dann gehen wir jetzt mal genau da lang, wo ich eben lang wollte. Nee, nicht hier, das ist Quatsch. Moment, hier zurück, dann runter. Dann hier lang. Da dann auch runter. Irgendwo muss noch so ein Ding sein. Das ist wie Ostern hier gerade. Einer noch. Wo ist der eine? Da vorne. Und hier runter geht's auch noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, haben wir, Leute. Sehr gut. Okay, jetzt will ich hier nochmal kurz gucken. Hier kommen wir aber gar nicht weiter. Das ist eine Attrappe. Und hier war ich, glaube ich, das ist die Treppe. Okay, denn, da wäre ich dann sowieso noch lang. Okay, hier wäre der normale Aufstieg gewesen. So, was ist das hier? Und das lasse ich liegen und wir werden jetzt in den Hauptraum gehen. Mal gucken. Upp. Die Treppe kommt man von alleine nicht hoch übrigens. So, let's go. Oha, oha, oha.
passiert. Okay, lass uns gucken. Schön mit dem Efeu und so, ne? Das sieht super gut aus. Die Wurzeln. Noch mehr Efeu. Oh! Oh! Oh, scheiße. Komme ich denn hier überhaupt jemals wieder rein? Oder komme ich hier jederzeit wieder rein? Oh, wie schön das ist. Die Schmetterlinge. Zwei goldene Kisten und mein Inventar ist komplett voll, Leute. Das hier ist mir egal. Das hier nehme ich mit. Das nehme ich mit. Was ist das denn? Schmetterlings goldene Larve. Rüber damit, das. Ich esse. Trinke. Nehme auf jeden Fall das Teil mit. Was kann ich noch hier lassen? Das brauche ich auch nicht. Das ist auch jetzt nicht so wichtig. Davon haben wir ganz viele. Davon auch, würde ich sagen. Pulsarquarz relativ gut und wichtig. So, jetzt gucken wir erstmal, was in der anderen Kiste ist. Leider stackt das ja hier alles nicht. So, den würde ich auch gerne mitnehmen. Schwarzpulver auf jeden Fall. Das hier. Und auf jeden Fall die Schmetterlingslarve will ich haben. Ich lasse hier das Ding. Das Ding kommt mit. Wie viel von den Dingern brauche ich von den goldenen Statuen? Nicht so viele, ne? Jetzt glaube ich nicht so wichtig. Das lassen wir hier. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Dafür nehme ich das mit. Dann lasse ich hier seltene Larve. Nehme den mit. Superlegierungsstab ist jetzt auch nicht so wichtig. Kann ich trotzdem noch irgendwas hier lassen? Das hätte ich gerne. Nö, 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 nö. Das ist wichtig. Lebensnotwendig. Eine Dude. Boah, wie nice. Aber vielleicht kommen wir ja nochmal wieder her. Das ist quasi der Hauptloot, oder was? So, und dann haben wir hier noch einen Text. Bin sehr gespannt. Okay. Wieder einmal befällt unser Volk eine Katastrophe. Wenn die Vorhersagen stimmen, wird der Meteor den Planeten in nur wenigen Tagen treffen. Die Städte, die wir gebaut haben, die Pracht, die wir geschaffen haben, werden fallen. Unsere Künste, Traditionen, Entdeckungen und Leben werden verschwinden. Wieder einmal steht uns die Zerstörung bevor, aber dieses Mal werden wir nicht fliehen. Wie wir es von Generationen vor Generationen getan haben. Was bringt es davon zu laufen, wenn der Untergang einen so heftig verfolgt? Unser Schicksal akzeptiert, stolz auf das, was wir waren, unseren Werten treu geblieben. Unsere Geschichte wird unter der Asche von Flammen und Staub verschwinden. Wie ein Schmetterlingsleben, schön und vergänglich. Es ist Zeit, unser Ende zu finden. Ein Aufseher. Oh mein Gott. Sie sind einfach untergegangen mit dem Planeten zusammen. Ich bin sehr traurig. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ist das das Lore-Update? War es das? Also müssen wir hier auf jeden Fall nochmal herkommen irgendwann? Dann machen wir uns hier so ein Transporter hin und dann kommen wir wieder zurück. Das bleibt ja offen. Denke ich mal. So, den Schnulli lassen wir hier. Den brauchen wir nicht mehr. Das andere ist wichtiger. Wir haben schöne Sachen geshoppt. Ein Träumchen. Hier ist voll schön. Wir können nicht fliegen. Hier ist es voll schön. Ach ja. Aber das war's denn scheinbar, ne? Gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und in der nächsten Folge werden wir uns die neuen Bauwerke mal anschauen. Vor allem die Automation. Na, ihr wisst schon. Die Automation möchte ich gerne sehen. Das interessiert mich am allermeisten. Also vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.